Ich habe eine Lesekiste zu dem Buch Luftschlösser sind schwer zu knacken gemacht und eine Charakterisierung über die Figur Nika Marinik. Von außen sieht meine Lesekiste so aus. Ich habe alle Bilder selbst gemalt oder fotografiert. Das Bild soll Nika darstellen, da sie einbrechen muss und Autoschlüssel klauen muss. Und das Bild soll das Buchcover nachstellen. Und ich habe die Bilder beide extra dunkel gemacht, damit die so Traurigkeit und Dunkelheit darstellen. Und das helle Bild soll dazu im Kontrast Freude und Glücklichkeit darstellen. Wenn man die Box dann aufmacht, ist zuerst dort das Buchcover. Und da drin liegt dann zuerst das Buch. Und dann sind da an den Seiten 4 Adjektive über sie. Einmal selbstbewusst, rebellisch, entschlossen und mutig. Das sind ihre größten Charaktereigenschaften. Im Boden der Box ist dann eine Tür mit einem goldenen Schloss und da muss man sich selbst in ihre Lage versetzen und einbrechen, da kein Schlüssel in der Box drin ist. Wenn man dann die Tür aufmacht, ist man in dem Flur von einer Familie und sieht den Schlüssel, der eigentlich da reinpassen würde. Und dann noch einen alten Brief, wo die Charakterisierung drin ist. Ich habe einen alten Brief gewählt, da man daran erkennt, wie lange sie schon einbrechen muss, nämlich seit sie 6 Jahre alt. Jetzt hole ich die Charakterisierung aus dem Brief raus und lese sie ihm vor. Charakterisierung der Figur Nika Marinik. In dem Roman Luftschlösser sind schwer zu knacken von Antje Leser gibt es 2 Hauptfiguren. Nika Marinik ist eine der beiden. Nika wird von ihrer zerrütteten und gewaltsamen Familie zum Clown gezwungen, will aber selbstbestimmt sein. Sie ist entschlossen, etwas in ihrem Leben zu ändern, selbst wenn sie dabei rebellisch sein muss. Nika ist 14 Jahre alt am Ende des Romans. 16 und ist von Beruf Homejackerin. Das bedeutet, sie bricht unfreiwillig in Häuser ein, klaut Autoschlüssel. Und ihre älteren Cousins stehlen danach das jeweilige Auto und verkaufen es illegal. Nika ist klein, schlank, hat buschige Augenbrauen und eine picklige Stirn. Unter ihren nussbraunen, wirren Haaren ohne Schnitt verbergen sich schlammgrüne Augen. Die schönsten der Welt, wie Jonas die zweite Hauptfigur findet. Auffallend ist Nikas tiefe und ein bisschen heisere Stimme. Sie soll jünger aussehen, als sie ist, da man erst mit 14 Jahren strafmündig ist und im Fall einer Verhaftung schneller von der Polizei wieder entlassen wird. Steipan, ihr Onkel, besteht darauf. Zudem lässt sich aufgrund der äußeren Merkmale vermuten, dass Nika fremdbestimmt wird und nicht ihre eigene Meinung haben darf. Außerdem scheint sie bodenständig zu sein. Anhand ihrer wiederholten Ausbrüche von ihrer furchtbaren Familie wird ihr rebellischer Charakter deutlich. Diese Verhaltensweise deutet darauf hin, dass Nika immer selbstbewusster wird. Am Ende sagt sie sogar gegen ihre eigene Familie bei der Polizei aus. Durch Nikas unfreiwillige Einbrüche wird deutlich, dass sie flexibel bleiben muss, um immer wieder eine neue Identität anzunehmen. Nika zeichnet sich durch ihre Entschlossenheit, etwas in ihrem Leben zu ändern und etwas zu erreichen, aus. Ich bin der Meinung, dass die Darstellung der Figur Nika Marinik den Roman glaubwürdig macht. Man erkennt mit ihrer Figur, dass es Familien gibt, die nicht gut mit Kindern umgehen. Meines Erachtens wird Nika am Anfang des Romans unfähig, sich zu wehren, doch am Ende ist sie eine selbstbewusste junge Frau und hat sogar gegen ihre gewaltsame Familie ausgesagt. Meiner Meinung nach ist Nika eine bodenständige, ehrliche Person. Ich finde ihren Mut, oft von ihrer gewaltsamen Familie wegzulaufen und gegen diese auszusagen, sehr bewundernswert. Dadurch nimmt sie ihre Zukunft selbst in die Hand. Ich hoffe, Ihnen hat meine Lesekiste gefallen. Auch hoffe ich, dass wir uns bald in der Schule wiedersehen. Dann können Sie meine Lesekiste auch einmal live angucken. Viele Grüße von Anna und bis hoffentlich bald.